Also ich hätte niemals für möglich gehalten, dass sich dieses Dokument, dieser Aufruf praktisch im Grunde binnen Stunden und wenigen Tagen im ganzen Land verbreitet. Also damit hat niemand gerechnet, glaube ich. Das war überwältigend. Das war etwas, was also völlig neben allem war, was man hätte vermuten, hoffen, fürchten können. Ich glaube, es hat 2 Tage gedauert, da hat mich ein Kollege drauf angesprochen, auf Arbeit. Ich habe hier was in der Hand, da steht dein Name drunter. Ist das von dir? Jetzt wusste ich nicht, ne? Ist das jetzt einer von der Stasi, der mich fragt, ist das von dir? Wusste man ja nicht. Und ich habe gesagt, ja, da war ich vor 2 Tagen, ne? Das haben wir hier zusammen verfasst, ne? Und 3 Tage oder 4 Tage später klingelten Leute abends an meiner Wohnungstür und wollten mich sprechen. Und ab da jeden Abend über, ich weiß nicht, Wochen. Das war unglaublich. Also diese Resonanz, wie schnell das zurückkam. Wir hatten das gerade verfasst. Wir hatten gerade besprochen, jeder druckt das ein paar Mal, gibt das seinen Freunden. Ich brauchte das gar nicht drucken, weil ich habe das von allen Seiten auf einmal in die Hand bekommen. Das war unglaublich. Also das war völlig überwältigend. Und ab da saßen jeden Abend Menschen, die ich noch nicht kannte, in meiner Stube, manchmal 20 Leute. Und wir haben darüber geredet, dass wir was verändern müssen. Spannend war das auch insofern, dass wir ja gar keinen Plan hatten. Also wir hatten da was verfasst, was gut klang, aber wir hatten ja weder eine Organisationsstruktur noch ein Programm noch ein konkretes Ziel. Also es war ja eigentlich auch kein konkretes Ziel definiert, sondern es war nur der Aufruf zur Kommunikation, sich miteinander zusammenzusetzen und zu besprechen, dass wir was verändern müssen. Aber das hat genügt, dass die Leute auf einmal sich treffen wollten, miteinander reden wollten, Mut fanden und auch Offenheit fanden zu sprechen. Und also, es war überwältigend von der Wirkung her.